Hallo und herzlich willkommen hier zum Arbeitsanfrage hier bei Olaf Manson, die Karte von Thüringen, Version 3.1. Ist immer vollgetankt und nun fahren wir zur Reparaturstation und werden mal kurz alles reparieren, bevor wir ebenfalls zu Feld Nummer 29 schicken. Entschuldigung, da muss ich mal sehen, ob ich da noch einen Taktor finde für mein Feuerchen. Die Cola. Kohlensäure. Ja, wir schicken mal los. Dann werde ich mal den Kurs aufhalten hier. Ja, wie gesagt, den neuen DLC, den habe ich noch nicht drauf. Ich will erst mal sehen, dass ich da erstmal Felder abgeändert bekomme. Dass die ja Mord entsprechend schlecht ist, ne? Also wir haben im Prinzip fast alles gedüngt, außer unsere Raps- und Sonnenblumenfelder nicht. Ist der Feld hier? Nö. Ja, wo hat den uns gelassen? Mal gucken hier, ob wir ihn so finden. Durchklicken hat nicht geklappt, weil der eine Traktor aufhört. Müsste eigentlich unten beim Dings sein normalerweise. Speichert ab. Eigentlich müsste er hier nicht dem Bereich sein. Oder nimm ein Axion, das geht ja auch. Ist ja kein Problem. Oder ist der ein Anhänger für Futter dran? Kann sein. Weil der Fett ist ein bisschen besser zum Verkaufen. Auf lange Strecke hat er doch ein bisschen zumindest 10 km/h mehr als der andere. Und ja, der Hänger ist nicht hier. Ich dachte, wir haben einen Hänger hier. Gruppe. Ja, da ist er. Gut. Ich hab ihn gefunden. Ich wollte den Gruppe noch hier herstellen. Ja, Lenkung wird aktiviert. Habe ich jetzt mal zwischendurch gemacht. Ich meine, das ist ja ein. Also, ich weiß den Grund nicht. Also, wenn ich Spiele starte, vorm Spiel, ist der Widerstand da. Gerade im Spiel, dann ist plötzlich keiner mehr da. Kein Widerstand, nichts. Ich behebe es immer durch einen Aufstecken. Was eigentlich nicht so sein sollte und dürfte. Was ist das für eine Scheune hier? Lager? Das Gebäude rechts von mir? Weiß ich jetzt nicht genau. Mal gucken. Da hinten ist ja der Stall. Das ist nur eine Scheune. Naja, für den Flug ist ungünstig. Traktoren passen da gut rein. Den wollte ich hier hinten noch reinstellen, also rechts. Oh, der hat einen. Eine bewegliche Deichsel, das ist meistens schlecht. Vom Fahren her. Das kann es sein, dass ich nicht hinkriege. Das ist durchaus möglich. Gut, das wird nicht zu lange dauern. Dann muss ich genug Glück einen anderen Platz finden. Weiter noch keine. Überlege ich noch. Hier könnte er grundsätzlich erstmal stehen. Aber ist auf Dauer schlecht. Weil
Ich weiß nie genau, wann ich das mal je nutzen werde. Für eine Koppel oder Rüben, das weiß ich nicht. Soll er eigentlich einen festen Platz kriegen. Hier könnt ihr ganz gut stehen. Hier sollte keiner im Weg stehen. So, dann fahren wir fix. Das Akku mache ich aber nicht voll. Obwohl ich eigentlich machen könnte, wenn ich hätte. Doch, ich hab's ja. Ja, das muss man mit dem LKW fahren, ne? So, auf zum unseren Kühen. Damit der Milchverkauf klappt. Im Grunde warte ich jetzt auf Wachstum. Zum einen, dass ich düngen kann, unsere Maispflanzen und die Sonnenblumen. Der ist ja nur gepflanzt, ne? Die Temperatur passt ja nun. Ich hoffe, dass er nicht schiefgegangen ist. Dann wäre es zumindest blau. Das Mais ist im Wachstum, das kann man schon mal sehen. Und Sonnenblumen ist gepflanzt. Ja, okay. Dann ist jetzt schon mal. Können wir den Mais um den Mais kümmern zum Düngen. Ich wollte ja schneller sprechen, als ich soll. Aber wir haben keinen Stress, wir müssen in Ruhe angehen, jetzt auch nichts. Ja, Mitte Frühling haben wir jetzt. Das ist gut. Wie gesagt, Personalfarming, das wollte ich machen, wenn die Ernte vorbei ist. Sonst haben wir das Problem, dass wir komplett überall erstmal Proben nehmen müssten. Was an sich zeitlich nur ein Problem wäre. Das dauert sehr lange. Und das zweite ist und wäre zum Beispiel. Wenn wir keine Bodenproben nehmen würden, dann wäre die Düngestufe so oder so auf meiner Ansicht auf Null oder ganz schlecht. Dann müssten wir, nachdem wir die Probe gemacht haben, wieder komplett anfangen mit Düngen. Das hieße aber, es könnte sein, dass wir da nicht hinterherkommen. Deswegen, das machen wir später rein und dann ist es ganz gut, sobald wir mit der Ernte durch sind. Muss ich mir halt die Zeit nehmen und Bodenproben nehmen. Vielleicht ein bisschen offline, weil das ist doch sehr viel Arbeit hier. Viele große Felder, viel Arbeit. Also fahren, messen, weiterfahren, messen, weiterfahren. Man muss so ziemlich alles einscannen, so ziemlich alles. Denn nur in dem Bereich wird dann entsprechend die Düngestufe oder das Düngen auch entsprechend automatisch gemacht. Ja, das ist ein Problem mit unseren blauen Strichen. Also da muss ich mal sehen, dass ich das doch nochmal hinkriege. Ich hatte ja eigentlich auf den keine blauen Striche gemacht. Weil ich habe es immer gehofft, dass das sowas nicht passiert. Oder sowas, ne? So, Platz machen, Junge. Nächste Woche durch. War so nicht geplant, das Umfeld. So. Ja. Ja, wie gesagt, entgegenkommende Kurse sind blöd. Oder blau können in beide Richtungen fahren. Ja. Da muss ich wieder mal einfahren lassen. Und wieder selber einfahren oder alles umschützen, das ist blöd.
Bei kann mir auch passieren, wenn ich jetzt im Einfall für Silomeister. Wenn ein Fahrzeug fährt, ist kein Problem, aber wenn zwei, drei fahren, ist schwierig. Weil die ja immer. Ja gut, das mag vielleicht gehen, man muss mal schauen. Wie gesagt, ich werde mal überlegen, ob ich da nicht irgendwie. Weiß den Namen jetzt nicht, aber er hat im Forum von. Von Castro das veröffentlicht. Und da war dann ein Link mit zu und da kann man runterladen. Das gute Stück. Also den alten wegnehmen und den anderen ersetzen. Sollte ja kein Problem sein. So, neuer Versuch, neuer Fahrzeug, ne? Weil er lädt nicht von alleine auf. Also er stellt sich hin. Macht Deckel auf, aber macht nichts. So. Und das muss in meinen Augen funktionieren. Hat er aber eigentlich mit anderen Traktor hingekriegt, ne? Mit dem Messer Ferguson. Ups. Wo die Milch mit den Anhänger in den globalen Markt gebracht wurde. Muss dazu sagen, das war ein anderer Stall, ne? Also ein anderer Trigger normalerweise. Wohl, naja, normalerweise müsste das gleiche sein. Wenn es per Hand geht, muss es auch automatisch gehen. So. Das ist ein Original-Fan, das müsste eigentlich funktionieren. Die anderen beiden. So, probieren wir aus. Das muss sehr gelenkig sein, muss ich sagen. Ja, das wäre eine Option, ne? So ein Master Ferris nehmen. Ne? Gut. Alt 0. Dann anderen Modus. Natürlich Milch. Beladen hoch B3 und abladen. Meine Hänger ist ein bisschen kleiner für, ne? So leer soll er gar nicht fahren. Futter ist noch genug da. Der Anhänger ist hier, könnt ihr. Ich war fast nicht zurückgefahren. Und reingestellt. Ja, der Mist ist ja leider wieder alle. Neuer Versuch. Der geht gar nicht. Ich will mal was anderes probieren. Ich nehme mal den Messer Ferguson. Vom Miststeuer weg. Ja, muss ich auch machen. Sagt die Kuh. Das läuft hier sowieso nicht weg. Ich kann den Hänger stehen lassen. Entlassen. Junge, dann wird ein bisschen leicht müde. Ja, die Frühschichten, die schlauchen gewaltig. Dann würde ich sagen. Die frühe Aufstehenwahl. Alles andere wäre nicht so tragisch. Das frühe Aufstehen, das ist nicht mein Fall.
Ich habe mal vor ein, zwei Jahren mal einen Nullfrühstück gemacht. Da war ich ja richtig urlaubsreif hinterher. So, einstellen. Abladen, Vierhändler, ja. Ich. Ja, der macht auch nicht voll. Ja. Muss ich manuell mal, das ist schlecht. Hier geht er über Verkauf. Dann wird's voll, du. Aber der Trigger belegt war, kann auch sein. Kaffee verschüttet. Kommt nicht zur Arbeit. Das glaubst du wohl nicht. Naja, sauer, dass ich gefahren bin. Oder ich muss den großen nehmen. Ich probiere mal einen LKW. Bin da nicht. Bin jetzt ein bisschen experimentierfreudig. Das muss ja irgendwo im Grund liegen. Ob das Traktor liegt? Nee, eher unwahrscheinlich. Hab schon drei probiert. Das müsste ich jetzt eigentlich am Traktor ausschließen. Der LKW, wo war ich hingelassen? Einer ist hier. Den stoßen wir leicht zurück. Und hoffentlich rauskommen, ne? Ja, ja, doch. Abladen klappt ja perfekt. Das ist nur das WLAN, das klappt. Oder braucht er einen Schlauch dafür? Wäre ja ein Witz, ne? Aber falls für möglich. Der braucht ja keinen. Oder der hat keinen Schlauch. Das ist ein Standard-Belader-Dings da. Oder ich muss den Hänger nehmen, was von Castor Original, was zum Download es gibt. Diese Anhänger von. So, probieren wir aus. Alt. Ja, Finger zu kurz. Null. Beladen. Standard. Beladen. Milchruf 3. Und. Abladen. Vierhändler. Ach so, deswegen vielleicht. Schauen wir mal, ne? Bisschen verschieben. Da soll das klappen. Bitte, es klappt. Mann, Gott, nee. Hauptsache, der LKW kommt mir klar. Für Not nehme ich dann später mal einen Deichsel. Dann wird es funktionieren.
der Leads-Anhänger. So, Zuschauer, das soll es auch schon heute gewesen sein. Ein bisschen länger als gedacht, aber ich wollte auch noch für fertig machen. Dann seid mal tschüss, ciao, ciao. Tja, morgen geht's hier weiter mit. Ja, Kurse einfahren. Ich lade mir jetzt mal gleich mal den neuen Kurs. Ja, ist blöd. Kurse neu. Nee. Nee, doch nicht. Ich lasse die Kurse mal jetzt so. Dann sag mal tschüss, ciao, ciao. Dickes Dankeschön fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.